Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Starfield mit mir, den Lataxis. So, wir sind ja hier auf dem Mond gelandet, wir sollen in das Forschungslabor und ich würde sagen, wir verlassen jetzt einfach mal das Schiff und schauen mal, was auf uns so zukommt. So, wir haben jetzt das Schiff verlassen. Vasco ist auch da. Achso, genau. Ich höre hier doch andere Schiffe, aber sehen tue ich keine. Liegt die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung? Ja, da in die Richtung ist die verlassene Forschungsanlage. Jawohl, da hinten ist sie. So, Vasco, ich wollte aber noch mal eben auf ein Schiff gucken. Und zwar, ob diese Behälter wieder voll sind. Leider nicht, okay. Vasco, rück mir doch nicht mal so auf die Pelle. Du könntest ruhig ein bisschen mehr Abstand halten. So. Ich greife jetzt mal vor. Das wird eigentlich gleich vom Spiel noch erklärt, aber ich greife jetzt einmal vor. Wir können jetzt die Taste F drücken. Da kommen wir dann in den Scanner-Modus. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. So, solange wir im Scanner-Modus sind, haben wir auch automatisch den Bergbaulaser in der Hand. Wenn ich den jetzt rausnehme, haben wir die Pistole in der Hand. Ja? So. Und jetzt gehen wir hier mal gucken. Jetzt wird hier eine Pflanze hervorgehoben, und zwar eine Staubwurzel. Gehen wir mal näher ran. Und dann können wir die mit E scannen. So, wir haben jetzt 13% gescannt. Das heißt, wir müssen noch mehrere von diesen Staubwurzeln finden und so lange scannen, bis wir da auf 100% sind. Und wenn wir hier links das Fenster, wo Analyse steht, 51% haben wir da im Moment. Wenn wir da jetzt Fauna alles gefunden haben, Fauna, Flora und die ganzen Ressourcen entdeckt haben, dann sind wir natürlich hier bei der Analyse auf 100% und können diese Daten dann später verkaufen für richtig gute Credits verkaufen. Aber man muss schon ein bisschen was dafür tun. Ne? So, zum Beispiel gehe ich jetzt noch hier hinten hin. Hier haben wir Eisenerz, das kennen wir auch mal eben. So, da haben wir schon mal Ressourcen gefunden. 2 von 8. So, dann haben wir hier hinten noch mal eine Pflanze. Was ist das hier unten? Nee. Wird auch eigentlich immer so ein bisschen hervorgehoben, was alle gescannt abgebaut werden kann. Ne? So, jetzt sind wir auf 25%. Und, genau, habe ich bei der anderen vergessen, wir können hier natürlich Früchte einsammeln, Pflanzenfasern, die wir dann später auch zum Craften brauchen. Machen wir dann hier hinten auch jetzt noch mal. Ne, Eisen haben wir schon gescannt. Da bringt es nichts, wenn wir das mehrmals scannen. Aber wir können es im Prinzip abbauen. Zack. Weil wie gesagt, wir können es entweder verkaufen, die Mineralien, oder wir werden die auch zum Craften später brauchen. So, hier können wir noch mal, glaube ich, eine Frucht mitnehmen, oder? Haben wir die schon? Ich glaube, die haben wir schon mitgenommen. Okay. Was haben wir denn hier? Blei. So, da haben wir auch wieder eine Ressource mehr gefunden. Wir können das Blei abbauen. Das heißt, uns fehlen im Prinzip noch 5 Ressourcen. Und dann fehlt uns natürlich noch... Oh, was haben wir denn hier? Ein Trill... Trill-Obit. Den scannen wir auch mal. 13%, 25%, 38%. So funktioniert das halt, ne? Mit dem ganzen Scannen. Wir können die Tiere jetzt natürlich auch
töten und da Nährstoffe einsammeln. Die anderen sind jetzt natürlich geflüchtet. Ja, was diese blauen Pfeile, die manchmal auf dem Boden aufleuchten, wofür die sind, ich vermute mal, dass die uns hier die Richtung anzeigen zu unserem Wegpunkt. So, wo sind die anderen denn geblieben? Die sind auch alle, wie gesagt, da hinten laufen sie jetzt. Gut, das machen wir aber alle später. Wir wollen jetzt gucken, dass wir hier auch ein bisschen vorankommen. So, wir machen den Scanner mal wieder aus. Wir gehen mal Richtung Forschungslabor. Ja, ich glaube, diese Gase muss man auch aufpassen. Ich glaube, wenn man da reinläuft, nimmt man Schaden. Wir probieren das nochmal eben. Nee. Aber hier ist nochmal eben eine Pflanze. Und was ist das? Silber. Nehmen wir auch nochmal mit. So, da ist doch nochmal eine Pflanze. Die scannen wir nochmal. Und jetzt bei 38%. Und dann nehmen wir die Pflanze mit, die Pflanzenfasern. Okay, so viel dazu. Na, da wollen wir uns jetzt, wie gesagt, nicht mit aufhalten. Da werden wir später noch genug Zeit mit verbringen. Wir gehen jetzt einfach mal hier Richtung Forschungslabor. Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Okay, drücke F für den Scanner. Spätestens jetzt würde das Tutorial für den Scanner kommen. Na? Ne, den Roboter will ich nicht. So, kann ich, will ich scannen. 13%. Der Feind nähert sich. Ich registriere keine Lebenszeichen vom Feind mehr. So, ich habe den Laser genommen. Seht ihr die blauen Pfeile hier? Was die genau machen, die zeigen uns wahrscheinlich hier den Weg da zum Wegpunkt hin. So. Dann müssten wir doch eigentlich auch noch looten können hier. So. Geht das auch. Das ist auch nochmal Eisen. Ne? Wie gesagt, wir lassen es jetzt liegen. Wir gehen hier Richtung Forschungslabor. So, Creed Forschungslabor, Ort entdeckt. So. Fernglas wäre nicht schlecht. Die Crimson Fleet ist eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos. Und brutal. Vielen Dank für den Hinweis, Vasco. So, bevor wir da reingehen, schauen wir uns hier draußen noch mal eben um. Ob wir hier was Interessantes finden. Also es gibt viele Sachen, die man hier einsammeln kann, wie Klebeband und so weiter. Ob sich das wirklich lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Ja. Aber dann gibt es wiederum, guck mal hier, so Schlagschrauber im Wert von 90. Ja, sowas lässt man eigentlich nicht liegen, wenn man den später verkauft. Ne? 90 Bittles ist schon was. So. Machen wir hier nochmal. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Da ist nochmal Silber vorkommen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein. So, Vasco, kommst du? Dann kann ich das Tor nämlich zumachen. So,
Rein theoretisch, wie gesagt, könnten wir jetzt auch wieder den Helm abnehmen. Aber der gibt uns auch ein bisschen Schutz und Armor. Ne? Deshalb lasse ich den auf. Das ist dann auch gar nicht so verkehrt. So, wie gesagt, hier liegen überall Sachen rum. Man kann die natürlich alle einsammeln. Nur dann hat man natürlich auch die Tasche schnell voll vom Gewichtslimit her. So, was man so mitnehmen kann, ist hier so Medipacks. Oder manchmal hat man hier so Kisten stehen, die leuchten dann so ein bisschen. Zeige ich euch gleich noch. Werden wir bestimmt noch finden. Solche Sachen, da sollte man auf jeden Fall reingucken, weil da kann man auch legendäre Items und so drin finden. Ja, legendäre Items gibt es hier auch in dem Spiel. Sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Okay. Nur mal gucken, ob hier. So, Schränke kann man auch aufmachen. Wie gesagt. Ne? Man kann eigentlich ziemlich viele Sachen hier mitnehmen, aber wie gesagt. So, dort, das meine ich, diese Kisten, ne? Die leuchten dann hier so ein bisschen. Da gibt es auch größere. Ne? Da ist zum Beispiel jetzt ein Techniker-Outfit drin. Das nehmen wir auch mal mit. Da muss man so ein bisschen die Augen offen halten. Und sowas dann mitnimmt. Und wow, 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 wer bist du denn? Ich den jetzt auch noch gescannt. Nehmen Transfer. Okay. So, was haben wir denn hier? Data Workplace Safety is everyone. Ich sehe da einen Job. Also, Arbeitsplatz sicher halten ist jedermanns Job oder so ähnlich. Mein Englisch ist leider nicht so das Beste, aber für sowas reicht es meistens. So, wie gesagt, hier die Schränke kann man alle aufmachen. Da kann überall was drin liegen. Ne? Flasche mit Genproben. Flasche mit Genprobe. Ich weiß natürlich nicht. Oh, hier ist Munition. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, das hier, das ist auch, ne? Credit Sticks. Da kriegt man immer Credits drüber. Wenn ihr sowas seht, solltet ihr auch auf jeden Fall mitnehmen. So, wir schauen uns hier auch mal um. Oh, da. Was liegt denn da? Ein toter Wissenschaftler. Ja, das Geld nehmen wir mit, das kann er nicht mehr gebrauchen. Notizbuch, Wert 3. Okay. Ach, hier ist nochmal so eine Kiste. Eine Lagerkiste. Das war, glaube ich, so ein Buffhut. Hier ist nichts mehr.
Dann mal los. So, Vasco, marschier mal da rein und mach deinen Job. So, mir fällt gerade ein, wir haben doch auch noch hier eine Maschinenpistole oder Maschinengewehr. Das ist doch viel besser als unsere kleine Pistole hier. Hey, Vasco, geh aus dem Weg. Die haben wir erledigt. Wie gesagt, selbst Blumentöpfe hier, alles kann man mitnehmen, ne? Und später verkaufen. Gläser. Sprudelwasser nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist auch wieder was zu essen. Und natürlich hier die Gegner nicht vergessen zu looten, ne? Und dann schauen wir uns hier auch noch mal ein bisschen genauer um. So. Der Verkaufsautomat. Okay, da können wir uns was zu essen kaufen. Hier sind noch Spielkarten. Lass ich auch erstmal liegen. So. Schauen wir mal hier, Badezimmer. Kann ich die Tür aufmachen? Ja. Nicht, dass sich hier noch einer versteckt hat. Okay. Oh Mann, das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Und noch einmal. Was haben wir denn hier oben? Schreibtischassistent Eckwood. Oh, 195. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, alles, was so ein bisschen wertvoller ist, würde ich mitnehmen. Ein Safe. Oh, und nochmal ein Dietrich. Wir können auch einen Safe knacken. Schaue ich mir gleich an. Eben nochmal gucken, ob hier in der Ecke noch irgendwas ist. Interessantes? Nee. So, und versuchen wir mal, unseren Safe zu knacken. Alle freien Schlitze um das Schloss. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücken passt und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal nutzen. Okay. Das ist ziemlich trickig hier. Also ich habe da am Anfang lange gebraucht, bis ich durchgeblickt habe, wie das genau funktioniert. Denn die Dietriche sind nicht unbedingt in dieser Reihenfolge zu benutzen, ne? Von links nach rechts. Nee. Ihr müsst immer gucken, ich habe mir angewöhnt, ich gucke immer. Passt, guck mal hier, der passt doch schon mal, glaube ich, so gut wie gar nicht hier rein, ne? Das passt einfach nicht. Seht ihr das? So. Dann gehen wir hier mal auf den anderen Ring. Der könnte da reinpassen. So, jetzt brauchen wir noch einen Dreier. Das wäre der hier. Und schauen jetzt mal, ob der da oben auch noch reinpasst. Jawohl. Das heißt, wir können dann den Schlüssel nehmen. Nehmen den Schlüssel. Und dann haben wir den äußeren Ring, haben wir jetzt weggemacht. Jetzt können wir hingehen. Jetzt ist egal, welchen Ring wir zuerst nehmen. Ja, wir können jetzt erst den hinteren hier hinten nehmen. So. Und dann nehmen wir den. Und machen den weg. Und... was haben wir bekommen? 706 Credits.
Hat sich doch belohnt. So funktioniert das Safe-Knacken. Ja? Wie gesagt, man muss da so ein bisschen tricksen und gucken, welchen Dietrich man da jetzt wirklich so als erstes nimmt. So, wie gesagt, wir schauen uns auch hier in jedem Raum einmal um. Man weiß ja nie. Guck mal hier, 140. Ja, die Tasten und so könnte man eigentlich auch mitnehmen. Auch nochmal hier in die Schränke. Vielleicht finden wir ja auch nochmal ein bisschen Standmixerfuß. Okay. Vielleicht finden wir auch noch ein bisschen Munition. Was haben wir denn hier? Schack-Schoko. Der packt 105. Alienkäfer Briefbeschwerer 240 nehmen wir natürlich mit, weil wir werden später noch viel Geld brauchen. Das Schiff aufrüsten, Außenposten, digitaler Schreibtischbilderrahmen. Ja. Für auch einen gewissen Wert. So, hier ist nochmal so eine Kiste, die so ein bisschen leuchtet. Schrotflintenpatrone, Hüllen, 10 Stück, Munitionskoffer. So, ich glaube, das war's. Schauen wir hier nochmal, Maßband. Verbandsmaterial für Schnittverletzungen und Wunden zur Behandlung von Leiden. Nehmen wir auch mal mit. So. So, hier gibt es nochmal Medipack. So, eine Splittermine haben wir gefunden. Ich fasse es nicht, dass sie mir eine reingehauen hat. Nur für eine Wette. Hier sind doch bestimmt noch mehr. Oh, was ist? Ich hab's mir doch gedacht, dass hier noch mehr sind. Ich glaube, wir sind nicht mehr allein. Oh! Du hast wenig Gesundheit. Drücke 0, um ein Medipack zu verwenden. Du kannst Medipacks auch über dein Inventar verwenden. Drücke hier für I, dann navigiere zu Hilfe. Keine Muni mehr. Nein. Vasco, übernehme mal. Danke. Und wir haben Skillpunkte erhalten. Level 2. Wow. So, jetzt muss ich aber mal eben schnell gucken. Wir haben keine Munition mehr. Dann nehmen wir doch die... Was haben wir denn hier? Das ist noch ein anderes Gewehr, ne? Aber ich sehe nicht, ob ich dafür Munition habe oder nicht. Warte mal, der hat 6,5 mm, der hat 7,4. Nehmen wir die doch. Nur was die Ausrufezeichen hier bedeuten, das wüsste ich auch mal gerne. So, und hier unten bei Masse, seht ihr, wir können 135, können wir tragen. Wir sind bei 108. Deshalb nicht alles auf einmal mitnehmen. Überlegt euch gut, was ihr mitnehmen könnt. Wobei, wir können auch hier die Waren auslagern. Und zwar in den Vasco. Das zeige ich dann gleich auch nochmal. So. Hier muss doch irgendwo noch ein toter Pirat liegen. Da ist er doch. Hör auf, dich zu verstecken.
hänge hier irgendwie fest. Na, wo ist er denn? Vasco, übernehmen Sie. Komm, übernehme mal, Vasco. Danke. Muss Muni sparen. Hast du ihn jetzt gekillt? Im Kampf ist das menschliche Todesrisiko stark erhöht. Ah, ist ja ein Ding. So, was liegt denn da auf dem Boden? Da liegt nochmal so ein komisches Viech, was wir vorhin getötet haben. Der Feind ist nicht mehr sichtbar. Starte Suche. Mach das. Was haben wir denn hier? Wissenschaftlerin. So, da hatten wir nochmal Credits, ein Dietrich. Kommt bestimmt nicht zurück. Und ein Herz. Herz ist wahrscheinlich so ein Medipack. Der kommt nicht mehr zurück, sagst du? Vasco, okay. Ich verlasse mich mal da ganz auf dich. Ah, der lebt aber noch. Guck mal, da hat er sich verschanzt. Vasco, ich glaube, wir müssen dir mal besser Sensoren verpassen oder einen besseren Scanner. Ein kleines Upgrade könnte der Vasco, glaube ich, gebrauchen. So, hier rote Dinger, kann man auch drauf schießen, explodieren, kennt man ja. Der hat ein bisschen Sprudelwasser da drin. Und da auch, nee. Der hatte nochmal ein Medipack. Altpaste. So. Ich hau nicht ab, ich komme gleich noch. Wir sind noch lange nicht fertig hier. Muss nur umgucken, ob hier irgendwo was Nützliches ist, dass wir hier nichts übersehen. KI könnte noch ein bisschen intelligenter sein. Der hat ja jetzt ein bisschen doof in der Ecke rumgestanden. Oder wir sagen mal so, der wollte hier was am Automaten drucken. Keine Ahnung. So, nochmal schnell schauen, ob hier irgendwo... Ah, Vasco, du bist im Weg. Geh mal aus dem Weg. Danke. So. Ah, wir haben hier auch keine Munition mehr. Da müssen wir nochmal die Waffen wechseln. So, hier müssten wir eigentlich wieder Munition haben, ein bisschen. Nehmen wir die hier. Ja, haben wir. So. Wir haben auch hier unter Q so ein Schnellwahlkreuz. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie ich die Sachen da reinkriege. Weil immer ins Inventar gehen ist auch ein bisschen doof. So, was haben wir denn hier? Ein Waffenkoffer. Lasergewehr. Und natürlich Munition. Oh, Mikroskop nehmen wir auch mit. Okay. Ja, die haben hier irgendwelche Experimente an den Viechern aus... Was heißt ausprobiert? Gemacht. Ne, definitiv. So, was haben wir hier? Pharmazeutisches Labor. Okay. Ah. So, was können wir denn hier machen? So, Antibiotika. Verzeichnis. Altbewahrte Medikamente, die zur Behandlung von Leiden benutzt werden. Okay. Können aber nichts herstellen, weil wir die Bats nicht dafür haben, ne?
Mal eben gucken, was braucht man denn so? Membran. Anlage. Anal. Was? Analgetikum, okay. Struktur, Dichtmittel. Okay. Ach, guck mal, das könnte man sogar herstellen. Verbandsmaterial für Schnittverletzungen und Wunden zur Behandlung von Leiden. Mache ich jetzt aber nicht. Da haben wir nämlich welche gefunden. Das heben wir uns auch nochmal für später auf. So. Guck mal eben, was haben wir denn hier? Irgendwas von Wert? Nicht wirklich. So. Hier haben wir noch mal ein paar Credits. Hier ist noch mal eine Tür. Uns will jemand die Beute streitig machen. Haltet sie zurück. Rugen richtet sich auf dem Dach ein. Wird gemacht. Hier kommt keiner durch.